Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles mit der schönen... Wo ist sie denn? Hier! Mathilde! Kalimera! Ja, Kalinichter und so. Was wollen wir jetzt noch machen? Wir brauchen Böden oder was? Ja, ich glaube, wir hatten einfach angefangen so ein bisschen zu bauen, Waffen zu machen. Wir fangen hier gerade halt an. Waffen, ja. Ich besorge mir, ich mache mal weiter ein bisschen Steinblöcke. Ja, das mache ich auch. Ich wollte mir gerade nebenbei noch ein Steinschwert bauen, aber dafür brauche ich noch so ein bisschen Zeug. Wie sammelt man am besten Ressourcen? Was für Zeug? Bisschen, ach, bitte. Okay. Dankeschön. Okay. Musste gerade wieder reinkommen. Pflanzenfaser mit E. Schön sammeln, Pflanzenfasern. Gib mir Pflanzenfasern. Ja, du dreckiger Dschungel. Gib mir Pflanzenfasern. Ich brauche sie alle. Wundert euch bitte nicht. Das ist normal bei Heinrich, dass ihr so redet. Ich brauche Pflanzenfasern. Der ist normal so. Pflanzenfasern. Ganz viel davon. Bruchstein. Ja, dann sammel doch Stein. Ja, ich bin doch gerade dabei. So. Schön Steine kloppen. Hm. Da ist ein Krokodilo. Äste sind auch immer gut zum Einsammeln. Ja, wir können alles gerade gebrauchen irgendwie. Ja, wir sind noch ganz am Anfang. Defektes Objekt, Steinpickel. Reparieren. Ich bin weg. Was ist los? Brauchst du Hilfe? Ja, so ein Krokodil hat mich gerade verfolgt, diese Scheißviecher. Ich weiß leider nicht, wo du bist. Nee, ist okay. Ich habe ihn wohl abgehängt. Na, dann ist sehr gut. Oh, wir müssen ein Verwandtenlager auskundschaften und einen schweren Finisher mit einer Waffe ausführen, was auch immer das ist. Scheiße, ich brauche Holz. Ja, dann hackt ihr doch Holz. Nicht genug Ressourcen? Rüstung, Materialien, Verbrauchsobjekte. Bist du da? Nee. Bauobjekte. Ah, Holz. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Gut, dann machen wir eben Holz. Toll. Worauf man hier auf jeden Fall achten muss, im Gegensatz jetzt zu Seven Days, dass Nahrung durchaus auch schlecht wird. Ne, das kennt man ja von Seven Days nicht unbedingt. Ne? Also wenn man Fleisch hat, dass das nicht wirklich schlecht wird. Und hier ist es halt so, wenn man es dann gebraten hat oder so, wird es trotzdem immer noch schlecht, nur nicht ganz so schnell, wie wenn man es nicht gebraten hat. Reparieren ging nicht, oder? Doch, das geht. Mist. Hätte ich mal vorher gefragt. Tja. So kann es kommen.
Oh, ich habe einen Eisenstein gekriegt. Ich laufe schon die ganze Zeit mit einem rum. So, wie viel Holz haben wir noch? Jetzt kann ich hier ein bisschen Stein kloppen. Achso. Dann gehe ich mal das, was ich soeben gebaut habe, zu unserer Baustelle bringen. Ach, das sind die Messer. Pfeile und Bogen. Oh! Was denn? El Crocodilo ist hinter mir her. Ja, muss ja nur hochklettern, dann sollten sie ja eigentlich schon wieder. Hehe. Deswegen erschieße ich es jetzt auch. Muss ich mich erstmal erholen, weil ich habe keine Ausdauer mehr. Hahaha. Ach, du kämpfst hier unten gegen was, ne? Ja, ich habe gerade ein Krokodil getötet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Man hört irgendein Tier da rumlaufen, ne? Ha, linke Maustaste war zu platzieren. Okay. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Wollen wir erstmal hier so ein kleines Häuschen bauen, oder? Ja, würde ich sagen. So, sagen wir mal bis hier, weil hier so der Boden ist, oder wie wollen wir erstmal bauen? Ich frage jetzt nur. Ja, können wir machen. Dann fangen wir erstmal mit so einem kleinen Häuschen an und gucken wir weiter, was wir bauen. Oh, ich bin auch eine Stufe aufgestiegen. Ein Zuhause schaffen. Ja, ich gehe mal Wildfleisch verbraten. Fehlgeschlagen ist platzieren, weil da was im Weg ist oder was? Das ist ja doof, ich kann hier keine Foundation mehr dran bauen. Wo? Jetzt quasi da, wo du stehst. Platz ist derzeit besetzt. Gehen wir raus da. Ne, zeigt zwar an, ich könnte es hinpacken, aber... kann ich irgendwie nicht. Schade. Aber vielleicht können wir es ja hier noch dran setzen. Wo meinst du jetzt? Hier. Ja, gehen wir weg da. Ja. Ach, da muss ich da drunten noch eine machen. Okay. Ich glaube, da können wir jetzt auch, wenn die normalen Steinböden bestimmt machen. Es gibt ja hier genau diese Sandsteindecken. Ach, ich habe nicht genügend Steine. Oder so. Haben wir doch erstmal eine gute Grundfläche. Ah, ein Krokodil ist auf dem Stein. Arschloch.
Kriege ich den einen noch da rangezaubert? Keine Zeit für dich, Krokodil. Geh weg. Verdammt. Zwei fehlen noch. Verdammt, mir fehlt alles. Dann esse ich erstmal hier ein paar Arbeitsbienen. Oh, ich muss etwas trinken. Arbeitsbienen sind so lecker. Was ist das denn? Ich muss essen. Ja, dann ist doch was. Ich muss essen. Ich muss Steine hacken. Schön, dass man die Fackel in der einen und die Pike in der anderen Hand halten kann. Ja. Muss man ja auch mal sagen, ne? Aber wenn es hell ist, können wir ja mal gucken, ob wir so ein Lager uns anschauen. Ist eine gute Idee. Also wenn es hell ist. Wenn es hell ist. Ich mach mal nebenbei eine Fackel, dann sieht man ja was. Fackel an! Juhu, ich hab eine Fackel. Ich bin stolz auf dich. Ich bin voll cool, ich hab eine Fackel. Super, Heinrich. So, dann kann ich noch ein bisschen hacken. Ich mach noch zwei Foundations und dann können wir... Kannst du ja schon mit den Wänden anfangen, wenn du möchtest. Mach ich. Perfekt. Mach hier erstmal ein. Da bist du. Türsteinrahmen? Was fehlt mir denn für einen Türsteinrahmen? Holz. Oh, weil ich das Holz rausgepackt habe, ich Dödel. Egal, ich lade mich jetzt erstmal voll mit Steinen. Oh. Ja, ich bin ja schon weg. Hab das eine Fliege weg, das war ein bisschen angepisst. Aus. Das ist eine wirklich kurze Nacht. Also an den Zeiten hat man ja nichts geändert, ne? Vielleicht ist die Tageslänge auch nicht so lang. Stein. Ich habe einen Eisenstein gefunden. Cool. Und ich habe sogar Kristall bekommen, wo auch immer man Kristall für brauchen kann. Laserwaffen. Vielleicht kann man sich damit dann ja Fenster irgendwann machen, also so Glasfenster. Ja, könnte sein oder Schmuck. Immer diese Krokodile. So, ja, ich weiß, ich bin überlastet. Das ist mir sehr wohl bewusst. Erstmal mache ich eine Tür. Und dann stellen wir mal drei Fenster her.
und erstmal 5 Sandsteinhäuser. Mauern. So. So, wo stellen wir denn mal die Tür hin? Hier. Hier ist doch die Tür nett. Ich wollte schon sagen, irgendwo, dass man reingehen kann. So, da ist schon mal die Tür. Ein Boden fällt uns, ne? So, Fensterchen. Wir wollen ja auch rausgucken können, nicht wahr? Mach doch mal so, wie ich das will. Mit diesen Hochklettern ist voll cool. Ah, Wände. So. Was? Ich bin immer noch überladen, auch weil ich das ganze Holz damit habe wahrscheinlich, ne? Na, mach mal nochmal. Ich kann noch 8 Wände erstellen. Soll ich die bauen? Ja, die werden nicht schlecht. Kann man die Strohmatten schon mal reinholen, die man hier mal so hatte? Ich weiß nicht, ob du die abreißen musst vorher. Kannst du zurück ins Inventar packen. Okay. Dann lege ich meine erstmal wieder ins Häuschen hier. Mach das. Nein! Hui! Bist du Deckel 2 Wände hoch? Ich bin am Überlegen. Ich weiß es noch nicht. Was war denn richtig? Außenseite außen oder Außenseite innen? Die Außenseite. Ja, so, dass die Außenseite nach außen zeigt. Genau falsch rum. Das hat mich schon früher verwirrt. Hilde hat erstmal ihr Bett platziert. So, erstes OG. Und die zweite einfach draufballern? Ja, würde ich sagen, ne? Ich weiß nicht, ob du hier oben noch Fenster machen willst. Ja, klar, also hier könnte man ja so eine Treppe dann hinsetzen. Gut, das heißt, hier kann ja erstmal ohne Fenster bleiben. Das ist ja Wumpe. Ja. Da kannst du eh nicht gucken. So. Genau. Das heißt, wieder Stein und Dingsbums hacken. Ja, aber wir wollten ja noch jagen. Also Menschen jagen. Du meinst töten? Genau. Ich muss noch ein paar Pfeile machen, sehe ich gerade. Pfeile ist eine gute Idee. Pfeile, was brauche ich? Knochenpfeil, Feuersteinpfeil, was fehlt mir? Ah, ich brauche Äste. Hä? Ich hab doch. Äste und Knochen, ne? Ich brauche Stein. Und Federn. Ach so, es gibt auch Feuerstein. Ah. Ich habe Knochenpfeile gemacht. Okay. Kann ich dann die aufteilen? Kann ich die dann aufteilen, die Federn? So. Ich bin schon Stufe 10. Alter Schwede. Ich habe mich noch gar, ich habe mir gar nichts gemacht. 15 verfügbare Punkte. Gott. So, ach so, ich brauche Stein. Sonst kann ich keine Pfeile machen. So, und da drüben ist auch ein. Aua. Wieso Aua? Weil ich hier zu steil runtergehüpft bin.
Scheiße, das hier ist Krokodil. Achtung, Krokodil! Was ist das denn bitte? Ach, drüben sind Steine. Oh, Krokodil kommt! Du oder ich, Krokodil? Aua! Aua, du hast mich gehauen. Oh, Entschuldigung. Ey! Oh, Entschuldigung. Ich will den Kadaver plündern. Hast du was gekriegt? Knochen. Und Aua. Ja, ich hab auch Aua. Ich blute immer noch. Jetzt nicht mehr. Das ist scheiße. Reißzähne, 3 Stück und 2x Knochen und ein Hauch Fleisch. Hm. Ich glaube, das Kämpfen lassen wir nochmal, verschieben wir nochmal. Weil jetzt müssen wir uns erstmal wieder heilen. Mhm. Was fehlt mir denn? Warum habe ich denn so wenig Essen von diesem Arsch gekriegt? Ich hab voll Hunger. Oh, das ist ja ein Viech. Ah, sorry, ich wollte dich nicht stören. Ja, geh weg von die Eier. Ich gehe ja schon. Den nehme ich jetzt auseinander. Mach das. Ich habe nur 20 Pfeile drauf geschossen. Bringt voll gar nichts, die Pfeile. Klaue ich jetzt die Eier. Ich esse jetzt erstmal. Genau, ich habe jetzt auch erstmal Eier gegessen. Wenn du schon die Mutti tötest, kann ich auch seine Eier, kann ich auch die Eier von Mutti essen. Und. Ach, egal. Was? Wo? Oh. Oh. Warst du hinter mir? Oh ja. Ich bin voll Legolas. Ey, ich hab den gerade erschossen, ja? Ich hab ihn gerade erschossen. Ich hab voll den Megapfeil auf ihn gejagt. Ich hab schon mehrere Megapfeile auf den gejagt. Vieh ist tot, sei glücklich. Ich bin ja schon runter. So. Genau, wir wollten ja rüber auf die Insel. Nee, wir wollten erstmal weiterbauen. Die Insel wollten wir in der nächsten Folge machen, weil wir schon so. Ich bin halt tot. Was will ich auf die andere Insel? Also was will ich da mit anderen Leuten kämpfen, wenn ich halt tot bin? Okay, dann... Ach Mist, jetzt hast du da den großen Stein kaputt gemacht. Sonst hätte ich jetzt auch das Viech da erlegt. Na gut. Gut, kloppen wir weiter. Steine, Steine, Steine kloppen spezial. Oh, warte mal, wir würden das Fleisch schlecht... Ah, 27 Minuten habe ich Zeit zum Braten, dann ist ja gut.
Ach, so ein bisschen Zwirn kann ich ja nebenbei mal machen. Das braucht man ja ständig, dieses Zwirn. Ja. Kann ich noch ein bisschen was nebenbei knuspern? Hier so ein paar leckere Insekten. Ham, ham, ham. Huch, was ist das denn? Eine Hyäne. Ja, die kann nervig sein. Wollen wir die erlegen? Wo bist du? Ich habe keine Pfeile mehr. Okay. Im Nahkampf traue ich mich jetzt nicht. Dann kletter ich auf den Stein. Ich habe nämlich erst Pfeile gemacht. Hahaha. Oh nein! Ja, mir fehlen Knochen oder Federn. Oh, die läuft hoch. Ah. Oh oh. Oh, scheiße, die kommt echt hoch. Fuck. Stirb! Ich hab sie erlegt. Super. Ich hab zweimal Hyänenfell bekommen. Ich geh erstmal zurück. Ich muss mich erstmal bauen und gleich was braten und vielleicht mal die Eier essen, die ich habe. Oh, hatte die hier eine Babyhyäne? Gut, wahrscheinlich. Oh. Wie füllt man dieses scheiß Wasser auf? Okay. Tatsächlich, die Hyäne hatte Babyhyänen. Na, hast du getötet, hä? Mörderin, du. Mathilde, die Mörderin. Ich habe eine Babyhyäne gekillt. Ich habe noch eine Babyhyäne gekillt. Keine Gnade kennt die Mathilde. Geh weg, du Geier. Ja, legt euch nicht mit Mathilde an. Die hat's fast dick hinter den Ohren. Ja, ja, ja. Killt deine Babys. So, Feuer. Aber sie läuft weg, wenn sie ein Schweinchen hat. So. Hier liegt nämlich ein Gnu oder so. Hm? Toll. Jetzt war die Hyäne hier so bei so einem schönen, tollen, toten Gnu. Da dachte ich, da kann ich das jetzt noch auseinandernehmen. Aber nein. Hey, du hast da schon Krokodilköpfe gesammelt, hä? Ja. Hast du das erlernt mit den Köpfen abschlagen, oder was? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ich muss gleich mal gucken. Ich kümmere mich als nächstes erstmal um eine Treppe. Da hat ein Vogel erlegt. Oh, kriegt nur verdorbenes Fleisch. Bäh. Bis so eine andere Sachen freischalte, braucht man ja Stufe 20 oder so ein Scheiß. Dauert ja alles richtig lange. Grilltes Steak. Yum, 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 yum.
So. Bauobjekte. Kann ich denn schon sowas wie eine Treppe überhaupt bauen? Nein. Wie, keine Treppe? Ich kann keine Treppe bauen. Das muss ich wahrscheinlich erst lernen. So. Attribute. Talente. Ja, das stimmt. Bau. Treppenbaulehrling. Wo hast du das gefunden? Unter Bau. Achso, das ist dann die Steingeschichte, ne? Dekoration. Oh, man kann blaue Fackeln und lila Fackeln machen. Cool. Dekoration, Möbelmacher. Oh, einen leibeigenen Fänger habe ich. Ich kann ein einfaches Rad der Schmerzen machen. Sehr schön. Ja. Machen wir mal. Ein Schläger. Ich weiß nicht, ob man alles bauen kann. Weißt du das? Ob jeder alles bauen kann? Keine Ahnung. Das ist ja gut. Präparator-Lehrling. Was haben wir noch hier überleben? Oh, Bettenmacher. Das ist schön. Weil vielleicht sollten wir uns dann mal absprechen, wer was lernt. Falls wir nicht, falls es nur eine bestimmte Levelanzahl gibt, ich sag mal Level 50 oder so. Ich weiß es ja nicht. Okay, da hast du durchaus recht mit. Weil wir sind jetzt schon Level 11 und wenn du nur eine bestimmte Anzahl von Punkten hast, kannst du ja wahrscheinlich nicht alles lernen. Okay. Was möchtest du denn gerne machen? Also Dekoration habe ich überhaupt keinen Bock. Ah, dann mache ich Dekoration. Ich finde Dekoration immer nett. Okay. Auch dieses Pinseln und so, das ist nicht so meins. Ach, die haben das hier noch richtig unterteilt. Es gibt Klopapier? Ah ne, es ist verbessernde Bandagen. Sah für mich aus wie Klopapier. Gut, du hast die Treppe gelernt, dann lasse ich die Treppe weg. Dann baue ich, dann kann ich, dann lerne ich Zäune zu bauen. Okay. Man kann Aufzüge mittlerweile lernen. So, aber erstmal machen wir eine einfache Treppe. Oh, ich brauche Holz. Erfahrungspunkte oder was? Nein, da wollte ich die nicht. Oh. Muss ich erst noch einen Deckel hinpacken? Scheiße. Warum kriege ich die jetzt nicht weg? Ah, weil ich auf Zerlegen gehen muss. Okay. Okay, ich habe Rüstungsgedöns gelernt. Oh. Das heißt, ich baue mir mal Rüstungsgedöns. Mach das. Ja, da brauche ich ja nur 240 Stein, jawohl. Ah, wie konnte... Auf R konnte ich, glaube ich, rotieren, ne? Das kann... weiß ich nicht. Aha, einfach das Scrollrad bewegen. Haha. Ha. So. Juhu.
die Frage, ob wir hier oben noch einen zweiten Eingang machen wollen. Hm. Sozusagen hier nochmal so raus. Kann man ja später noch machen. Ja, weil dann würde ich hier eine Tür hinsetzen. Ja, dann macht da schon mal eine Tür. Vielleicht kann man da einen Tempel hinbauen oder so ein Mühlenrad, was weiß ich. Ein Sklavenrad. Sklavenrad habe ich übrigens gelernt. Ich auch. Können wir wieder schön Sklaven ziehen. Das hat echt Spaß gemacht. So, was wollte ich jetzt machen? Ich gehe nur Ressourcen. Ich brauche wieder Steine. Ja, die 170, die in der Kiste sind, die brauche ich gleich. Für die Werkbank. Okay. Weil ich werde wahrscheinlich nicht so viel tragen können, darum habe ich schon mal ein bisschen was abgelegt. Ich mache, glaube ich, schon mal eine Kiste, die wir drin hinstellen, ne? Ja. Rüstung, Materialien. Das Heilen geht gar nicht so schnell, ne? Oh, eine einfache Holztür mache ich mal. Ah, ein Klappbett. Oh, ich kann ein Doppelbett bauen. Aber dafür brauche ich geformtes Holz. Okay. Tierhäute. Könnte ich dir ein schönes Bett bauen? Aber ich fände ein Doppelbett dann. Oh, nicht schöner. Schon wieder. Diese Krokodile spawnen mir zu schnell. Fick dich. Ein Halsmaul, Onkel Krokodil. So. Ich baue hier jetzt erstmal die Tür ein. Wir haben eine Tür. Hurra! Das heißt, da kommt nicht mehr jeder so rein, ja? Genau. So. Kisten. Wo stellen wir die mal hin? Irgendwie schön in der Ecke, wo sie nicht stören. Ey, Tür, geh mal zu. Eins. Nummer zwei. 240. Holz brauchen wir noch und Zwirn brauchen wir auch. Ich krieg schon wieder Hunger, aber es kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich brauche wieder Zwirn, ganz viel Zwirn. Ich kann jetzt übrigens richtige Fackeln auch bauen. Cool. Ja, finde ich auch. So welche, die dauerhaft dann am Gebäude sind? Genau. Mhm. Ja, die auch, aber vor allem erstmal welche, die du in der Hand hast und die dann auch etwas länger brennen. Und so eine mache ich mir jetzt erstmal. Fackelhilde. Whatever. Ah, meine Ausdauer beim Klettern hat nachgelassen. Verdammt. Eine Frage. Werden wir Kannibalen? Kannst du ja welche essen? Ich bete die Göttin der Heilung an. Ja, und? Die mag Fleisch, oder? Ich weiß nicht, da dachte ich, bin ich eher so, dass ich Menschen heile und nicht, dass ich sie esse.
Also, jetzt so rein theoretisch. Irgendwie. Oder? Kannst sie doch auch essen, Mensch. Aber ich würde gerne mal wissen, wie ich mich heile. Irgendwie heile ich ganz schlecht. Ja, übers Essen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie Verbandsmaterial oder so machen kann. Ja klar, ich habe nach Klopapier vorhin gesehen. Da muss es ja Verbandsmaterial geben. So. Was sagt denn unsere Aufnahmezeit? So, fast fertig. So, hier baue ich schon mal ein Rüstungsding hin, neben der Treppe rechts, ne? Okay. Die Rüstungsschmiede. Nicht in die Wand, man kann das ganz sachte mit Maus hin und her bewegen, das finde ich ganz toll. Klatsch. Und jetzt bin ich wieder leicht wie eine Feder. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt. Ja. Oh. Jetzt ist Licht aus. Ja gut, jetzt wo das Licht aus ist. Ja, ich werde dann mich auch darum kümmern, dass wir jetzt demnächst in unserer Höhle Hausung Licht haben. Ja, und mir auch mal so eine Fackel bauen, die du hast. Danke. Ja, mache ich. Und ja, jetzt ist dunkel und wenn es euch gefallen hat, da unten ist ein Krokodil, lasst ein Like da, einen Kommentar. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch freuen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.